Hallo und herzlich willkommen. Wieder mal möchte ich euch bei der schönen Hintergrundmusik von Pablo Vega zu einem neuen Let's Play begrüßen. Und zwar geht es heute um Bionic Duos, dem neuesten Spiel aus dem Hause Arsen Games, gestern auf Steam erschienen. Es ist ein rundenbasiertes, taktisches Roguelike-Spiel mit leicht strategischen Einflüssen. Ich habe bisher nur ganz kurz getestet, noch nicht viel gemacht, eine Mission gespielt. Einfach um mal ein bisschen reinzugucken, wie das Ganze so aussieht. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ja, das ist der Auswahlbildschirm am Anfang. Hier kann man sich Schwierigkeitsgrad aussuchen. Wir bleiben erstmal bei Normal. Üblicherweise ist bei Arsen Games Normal schon recht fordernd, gerade wenn man das Spiel noch nicht kennt. Zusätzlich dazu kann man sich jetzt einen Commander der Exosuites, also man hat vier Exosuites und einen Commander. Den Commander kann man sich aussuchen. Unterschiedliche Fähigkeiten, Exos zum Beispiel, kann sich bessere Missionen aussuchen oder Missionen überspringen teilweise. Sie kann ist besonders gut, was mit dem Shop angeht, also kriegt bessere Angebote, günstigere Preise und sowas. Ein Mech findet besseren Loot oder der Loot, den sie findet, der ist effektiver. Tuck ist derjenige, der die Karte schon aufgedeckt hat am Anfang der Mission, zumindest das Missionsziel und die Terminals, die es so gibt. Dann gibt es Genji. Genji hat schon epische Roboter oder Exosuites, das sind keine Roboter, Roboter sind die Gegner. Wo genau der Unterschied ist, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch Ray. Ray, der hat quasi einen kleinen Schutzmechanismus, nämlich die ersten beiden Exosuites, die bei ihm sterben pro Mission, die werden ersetzt. Ja, ich sagte gerade Roguelike, das bezieht sich hier hauptsächlich in dem Spiel auf die zufallsgenerierten Missionen und Level. Einheiten, die während der Mission sterben, sind dann auch erstmal weg, sind bei den nächsten Missionen aber wieder da. Allerdings gibt es eine Strafe, wenn man Missionen nicht schafft und auch wenn Einheiten sterben. Aber dazu kommen wir dann. Ich starte mal in den Standardeinstellungen. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist, es gibt nicht nur vier Exosuiten, sondern sechs. Jeder hat auch hier so seine Eigenart. Science ist halt der Wissenschaftler mit extra Computerfähigkeiten. Siege ist der HE-Typ mit den schweren Waffen. Sniper, hohe Reichweite, kann weiter sehen. Assault ist so der Soldat von denen, so ein guter Mischmasch mit extra Schild. Brawler ist der Melee, ist begrenzt auf Short- und Middle-Range-Attacken. Und dann noch zu guter Letzt der Ninja. Der hat halt ziemlich viele Stealth-Sachen und ist immun zu Splash-Schaden und solche Sachen. Ist auch der Einzige, der aus dem Stealth rausschießen kann. Stealthen kann übrigens jeder, aber er halt ein bisschen besser. Das ist die Standardeinstellung, ist für ein erstes Spiel empfohlen. Ich lasse es einfach mal so. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir starten. The city's under attack by bot forces. Just launched a surprise bombing run against our main hangars. Destroyed all our exos save for the four you had with you on the training grounds. You're practically still a trainee, but you're the last exopilot we have. Our intel says you've got 50 days before the bots attack our headquarters en masse. Weaken them and strengthen yourself before that time comes, and then be prepared to fight them off our doorstep. If you fail, and failure's likely, then our friendly corporate owners will invoke their amputation clause. In other words, they'll nuke the city to keep the bot rebellion from spreading. You know well as I do that evacuation is impossible. The other cities are just as full as this one, and even the shelters are overflowing with the needy. You've got 12 million lives in your hands, including mine and your own, so get to it. Ja, darum geht's in diesem Spiel. Die Tipps werde ich mal überspringen. Die Stadt ist überrannt worden von Robotern. Und die sofort alle unsere Verteidiger-Exosuiten zerstört haben, außer die vier, die wir zufällig mit auf unsere Trainingsmission haben. Jetzt haben wir 50 Tage Zeit. Dann ist der große Angriff der Roboter auf unseren Hauptquartier. Um möglichst uns auszurüsten, die gegnerische Armee, die man hier an der Seite sieht, zu schwächen. Was ist das? Achso, hier ist nur das.
Aufklärung für die Sachen. Ja. Also das ist die Armee, die uns angreift. Die wird aber noch größer und wie stark und wie größer die wird, hängt von dem Robot Manufacturing hier unten ab. Da steigt jede Mission, beziehungsweise jede Mission ist gleichzeitig auch ein Tag. Also wird die Armee stärker, so wie wir stärker werden. Hier sieht man unser Geld. Und was jetzt noch in den Tipps stand zum Beispiel, man kann, indem man Robot Center angreift, diese Zeit, die man hat, bis das Hauptquartier angreifen kann, noch verkürzen. Da muss man sich selber entscheiden. Das lohnt sich immer dann, wenn man einen sehr guten Run hatte und schon übermäßig starke Exos hat. Wäre natürlich ein Vorteil, wenn man die Armee angreifen lässt, solange sie noch nicht so groß ist. Zusätzlich gibt es dann hier noch den Shop, das Menü, unser Command Center ist der grüne Punkt hier. Und ja, hier können wir nochmal unseren Commander sehen und die Mechs an sich. Das ist der Mech-Screen. Hier kann man seine Teile umbauen sogar. Beides, wenn man möchte. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal, was wir hier so haben. Und zwar, das Anfangsequipment ist zufällig, wie vieles andere in dem Spiel. Und wir haben hier einen MK1 Power Amplifier. Ui, der hat ja richtig viele Stacks. Der konsumiert 10 Power. Ist quasi Energie, die das Exo hat. Bringt uns aber mehr Power-Generation, Schilde, Stealth, 3 zusätzliche Stealth-Aktionen, Sensorreichweite, Attack-Power, der ist ja super. Den würde ich jetzt glatt einfach mal in den Assault hauen. Ne, das ist er aber nicht, oder? Jetzt wäre natürlich cool, da ist er. Ja, Moment. Ach so, falsch verstanden, Entschuldigung. Je nachdem, wo wir das reinhauen, das bringt es dann auch. Also tun wir das hier in das Schild, weil er kriegt dadurch extra Schild, unser Assault. So, was haben wir noch? MK1 Emitter Matrix. Bringt auch zusätzlich, ach so, ähnlich. Bringt aber Schild oder Attack Power. Ja, sollen wir einen fett machen oder... Hier sieht man übrigens die Ammo, das ist die Anzahl von Schüssen pro Mission. Ich glaube, ich mache den, obwohl der ist schon sehr stark. Der Raketenwerfer. Also hier sind unsere 4 Exo nochmal genau. Hier sieht man schon die Waffen, leichtes Machine Gun, ein Schweißlaser. Dann der Science hat eine Laser Rifle und eine Pistole. Der Assault hat ebenfalls eine Laser Rifle, eine Machine Gun und einen Granatenwerfer. Vielleicht könnten wir hier... Ich würde sagen, ich mache den nochmal hier so. Der ist eh schon fett und den brauchen wir höchstwahrscheinlich nur für E. Gucken wir mal, was wir noch als letztes haben. Und zwar einmal einen Reaktor, der zusätzliche Power und Schild erzeugt. Und mehr Stealth Action. Die Stealth Action... Action ist ein verdammt schweres Wort. Ich sag ab jetzt Echsen, das geht besser. Die Stealth-Echsen, nein. Die hauen wir hier mal zu unserem Ninja. Computer, also, boah, Mann, da gibt es auch viele Slots. Ja, und dann den Science, den benutze ich ganz gerne, habe ich festgestellt beim Probespiel. So als, als Munitionssparer. Deswegen kriegt er jetzt schon mal ein bisschen Schild, damit er mir nicht sofort drauf geht. Und hier ist noch der Shop. Es gibt verschiedene Items, die verändern sich auch nach jeder Mission. Aber wir haben noch kein Geld, also spielt es noch keine Rolle. Die City Map. Hier sehen wir jetzt rote. Da können wir noch nicht hin. Wir können immer vom Headquarter 1 weiter mit dem Kommandanten. Und jedes Symbol steht für eine unterschiedliche Mission. Eine kurze Beschreibung gibt es unten drunter. Zum Beispiel, das hier ist ein Feuergefecht. Also ich kenne da auch noch kaum welche. Hier gibt es ziemlich viele Munition und Schild Recharge Stations. Ich muss alle Bots zerstören zum Gewinnen. Hier gibt es ein Office Büro. Hier gibt es viel kleine Loot Container. Dafür gibt es hier einiges an Minen und Tripwires. Shieldworks. Hier findet man garantiert tolle Schildsachen. Und das Office Building nochmal. Gucken wir schon mal weiter. Salvage, Outrun.
Hier wollte ich nochmal eben gucken. Also einen Raumpunkt das, eine Fabrik einnehmen. Achso. Na, damit kann man einige gegnerischen Bots vom Leveln abhalten. Mit Assassination kann man die Bosse töten vor Ablauf der 50 Tage. Ah, dann gibt es Lion's Dance, da kann man schon die Armee verkleinern, wenn man möchte. Oh, okay, und hier sieht man genau, also Gegnerarten, welches Level die gerade haben. Nach jedem Tag ändern sich die Level auch, und zwar zufällig. Und wie viel gerade in der Armee sind. Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Gegner, ist ja schon mal cool. Ja, ich weiß nicht, so ein Office-Building hört sich cool an. Da haben wir erstmal viel Auswahlmöglichkeiten. Nur welches? Gehen wir erst nach unten oder erst nach oben? Factory Lines, denn hier können wir schon mal da. Das klingt doch gut. Ja. Das nehme ich. Fangen wir im ersten Office-Grinding an. Ja, so sieht dann der Turn-Based-Modus aus. Ich habe die Maussteuerung aktiviert. Da braucht man dann quasi die Tastatur gar nicht. Man kann allerdings auch mit A, B, S und D spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Musik ist ein bisschen laut. Dann nutze ich nochmal eben, um das Menü ein wenig zu zeigen. Hier, Kontrollen, alles mögliche. Also sieht wie immer aus beim Arsene Game Spiel. Ziemlich strukturiertes Menü. Man kann wieder alles einstellen, was man möchte. Stellen wir die Musik mal auf 10. Der Rest auch ein bisschen runter. Na, 10 ist gut. Obwohl, na, machen wir auch noch. So. Unter Extras können wir noch einige Anzeigen einstellen. Hier habe ich die Battle Pop-Ups mal angeschaltet, weil ich immer ganz interessant finde, Schadenzahlen zu sehen. Wenn wir da ein bisschen drin sind, dann kann man die wohl auch ausmachen. Ja, hier sehen wir unsere Exo-Suite. Exo-Suite tauschen kostet ebenfalls eine Runde. Die Aktion, die wir zurzeit machen können. Informationen über unsere Mission und unseren Commander. Hiermit kann man einfach eine Runde warten. Und hiermit kann man Bots andocken, indem man eine Whistle pustet. Aber er möchte nicht kommen. Ist so weit weg. Mit Shift kann man sich seine eigene Reichweite anzeigen lassen und mit Control seine. So. Das war der erste. Ah ja, hier unten sehen wir auch immer noch einen kleinen Tooltip mit, ja, was das Ding eigentlich kann. Viruspunkte, keine Ahnung, wofür das gut sein soll. 10 Munition, Attacksreichweite 4. Mit einer Stärke von 10, 65 Schilder und das Ding hat hohe Reichweite, aber kann nicht zielen. Hui, den sollten wir erst looten und dann kaputt machen. Ein MK1 Intermatrix gefunden. Das ist echt laut, oder? Hört sich das jetzt hier auf meinen Kopfhörer nur so an. Ich mach's nochmal ein bisschen. Testen wir nachher. So, hier diese roten Dinger sind Minen und das meiste, was da so rumsteht, ist nur Cover. Ich komm nicht ran. Mit den Laser Gates. Cover kann man auch zerstören, macht aber eigentlich keinen Sinn, wenn man keinen Grund dafür hat. Da haben wir wieder einen MK3 Auxiliary Reactor. Ich weiß noch keinen Plan, was hier was bringt. Das werden wir dann nachher sehen. Eine Walking Ammo Chest. Der füllt die Munition von seinen Kumpels aus. Hält aber ebenfalls nichts aus. Der Laser ist schon ziemlich stark. Aber bevor ich den Assault Boss jetzt ja eigentlich mehr eigentlich aufsaven wollte, hier so raushaue, wechsle ich mal eben. Pistole, kurze Reichweite. Auf den, um hier mal einfach ein bisschen Munition zu verbrauchen. Ah, wir haben eine Tripwire ausgelöst. It's a trap! Damit alarmieren wir Roboter in der Nähe, denke ich. Wieder ein Armobot und ein Bedbot.
Der hält viel aus. Aha, können sich aber schlecht bewegen. Ach, deswegen hat er uns nicht direkt angegriffen. Ah, der bewegt sich anscheinend ein wenig zufällig, hält aber zwei Schüsse aus. Ja, ein Rand für die Pistole. So. Ja, man kann rein und raussuchen, so viel man möchte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Im Moment ist das Ganze ja noch ziemlich klar, wo man lang gehen muss. Hier ist eine verschlossene Tür, die kann man nur hacken. Ja, die kann man auch nicht zerstören. Gucken wir mal rein, da finden wir ein MK, zwei Ghouling Ammo Extender auf Extensions. Und noch ein Ammo-Bot, ui. Der haut aber rein, dann nehmen wir doch den Leben. Da werden wir einen Eagle-Bot begrüßt. Was macht er denn? 50 Schaden. Attack Range, oh nein, 2 nur. Klingt stark. Ah, die können sich aber immer noch geradeaus bewegen. Oh, oh, oh. Jetzt ist unser Science fast tot. Da wechseln wir mal eben. Ich glaube, wir sind noch gerade ziemlich viele Gegner. Dann nehmen wir mal ein Ihnchen hier. Okay, die bewegen sich nicht so wie erwartet. Die schreien so schön, die Roboter. No, no, not this way. You stay where you are. Da ist ein, zwei weg. Alles Ammo-Bots. No. Die sterben auch. Die Maschinen werden halt nämlich überhaupt nichts aus, die Ammo-Bots. No, 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 not this way. Hier oben sehen wir, dass wir Credits kriegen für jeden, den wir töten. Wie viel Schaden wir gemacht haben. Ich glaube, das reicht als Anzeige sogar fast um. So dass wir den. Obwohl, eigentlich können wir den auch anlassen, ist wurscht. Ein Computerterminal. Damit kann man hacken. Und damit kann man Affen aus seinen Nasen fliegen lassen. Ah, okay. Es gibt verschiedene. Was die machen, ist zufällig, aber jeden, den wir treffen, der so aussieht, macht dasselbe. Ein Hacking Point. Ja, dafür haben wir doch unseren Chef hier dabei. Machen wir mal gucken, was rauskommt. Und okay. Disabled Attacks. Von allen Robotern in Sensorenreichweite. Bleib mal eben beim Siege. Die Minen machen wir kaputt, damit wir drüber gehen können. Und das wird mal in guter Zeit, um den Raketenwerfer auszuprobieren. Der macht einen Bumm. Mal ein bisschen Schaden gekriegt, aber nicht die Welt. No. Heilen kann man sich natürlich nur. Ich weiß nicht, was es später noch für Fähigkeiten gibt, aber im Moment nur durch spezielle Terminals. Der ist zu weit weg. Zwei mit einem Streich reicht das für eine Rakete? Nee, ne. Dann kann er hier mal einmal schießen. Also diese Ammo-Bots, die gehen ja, da können sie ruhig viele von schicken. Überhaupt sind ziemlich viele Gegner, finde ich, hier gerade. Dafür, dass wir noch gar nicht so weit sind. Au. Okay. Ja, der Batbock mit Attack 300 haut rein. Ja, das hat unsere Linie schon gekostet. Also schleichen können wir nur noch begrenzt. Dieser Terminal verhindert die Bewegung von allen Robotern in Reichweite. Auch nicht sehr hilfreich gerade, da wir alle Roboter erst weggeschossen haben. Jetzt könnte man natürlich die Dinger auch erst anklicken, bevor man alles wegschießt, aber ich habe... Meistens bei Arsen haben so Sachen auch immer die Möglichkeit, was negativ ist. Ich weiß nicht, was das ist. Werden wir aber sicher noch feststellen. Jetzt wäre auch hier die Frage, wie empfindlich die Dinger sind. Na, da habe ich einen Schuss eh versemmelt mit dem falschen Klick. Ich kriege nicht so hin. Steht denn dabei schon, was das macht? Ne. Steht noch nicht dabei. Ich werde einfach mal testen, ob die explodieren können. Und ja, sie können explodieren. Wissen wir für nächstes Mal.
Wir haben gerade schon mal einen taktischen Fehler gemacht, nämlich wir haben die Deckung weggeschossen, so dass er zuerst schießen konnte. Ah, hier ist unser Missionsziel. Bleibt die Frage, wollen wir noch ein bisschen absuchen? Wir haben noch wenig Loot. Ich würde einfach nochmal hier lang gehen. Da ist nix hinter. Aber wenn wir schon wissen, wohin, ist ja schon mal eine gute Sache. Und wenn wir beim Rauszoomen weiterlaufen, dann ist das keine gute Sache. Wir haben einen großen Loot-Container gefunden. MK2 Pulse Overcharger auf Calculation. Naja. Und eine erneute Falle ausgelöst. Why was I programmed to feel pain? Die Waffen erholen sich hoffentlich nach jeder Mission wieder. Sonst wär's ärgerlich. So, wo waren wir noch nicht? Hier unten, da hinten. Müssen wir kaputt schießen. Und das machen wir so. Ich sehe schon, die Mausstörung ist zwar ganz nett, aber mit Tastatur geht auch ganz gut. Benutzt das mit der Maus nämlich kaum. Da kann man nämlich schön beim Laufen schon Sachen angucken. Und in jede Falle reinrennen. Noch ein großer Loot-Container. Ein Ablative Field Emitter of Pain. Wow, auf Pain. Der hört sich gut an. Ich weiß wohl nicht, inwiefern das mit. Statt jetzt Field oder Shield Emitter. Bei Field wäre ja noch denkbar. So, ich schnupper nochmal hier in das Gängchen da rein. Oh, ich hab ganz Cover hier wegzuschießen, damit ich zickzack laufen muss, nachdem ich zickzack gelaufen bin. Na, kaputt. Automatische Tür. Kann zerstört werden. Weiter lesen. Oh Gott. Auto open. Na toll. Ach, wir brauchen keine Munis. Munis wird für Mädchen. Ein hackerbare Tür, hackerbare Tür und ein großer Loot-Container. Ist ja noch gelohnt, haben wir noch ein bisschen was gefunden. So, ja. Da würde ich sagen, sind wir durch die erste Mission durchgekommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterspielt. Das Ding müssen wir kaputt machen, den wehrt sich aber nicht, also rein. Und hier ist der Ausgang. Good work. Focus on either making yourself stronger or the bots weaker. When that bot army finishes massing and attacks, it needs to be your strength against their weakness. Wir haben das Office Building gewonnen. Office Building. Drei extra Loot bekommen, also für jede Exosuite, die nicht stirbt, bekommen wir ein Item am Schluss. Das heißt, es lohnt sich, alle leben zu lassen. Ein Tag ist umgegangen. Wir haben neue Items im Store und hier sehen wir jetzt die Level Up. 3 Punkte Robot Manufacturing hoch und einige Bots sind auch um einige Level gestiegen. Die stehen hier oben auch nochmal. Galaxy Bot ist zum Beispiel jetzt schon Level 3 und sogar Level 4. Den heißt, den treffen wir hoffentlich nicht so schnell. Die Armee sind im Moment keine drin. 2 Bosse. Einmal TC-Spot und ein Dragon-Bot. Ja, also wie gesagt, jeden Tag werden so und so viele Level auf alle 47 Roboter verteilt. Und wer was abkriegt, das ist unser Glück oder Pech. Wir haben eine neue Mission zur Verfügung. Das Lion's Den können wir machen, um die gegnerische Armee zu schwächen. Ich verabschiede mich aber für heute und mache nächste Runde weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Schumbock.